Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Kerbel-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Freizockt, Kerbal Space Program. Wir sind auf dem Mond unterwegs, um eigentlich Wissenschaft zu sammeln. Gerade hier nochmal reingucken, ob es noch irgendwas gibt, was wir mit dem Mond mitnehmen können. Oh, erkunde Mond. Tausche Crew aus. Ja. Gut, müssen wir, glaube ich, auch noch irgendwie machen. Nehmen wir mal an. Und nehmen dann so einen Rettet-Auftrag an. Wo wir Johanna auf der Umlaufbahn von Mun retten. Dafür müssen wir dann aber ein extra Raumschiff bauen, weil wir haben jetzt in dem, was wir da oben haben, glaube ich, gar keinen Platz, um da noch jemanden zu retten. So, Moonlander 1 ist hier unterwegs und hier haben wir Johannas Kapsel und die fliegt auch noch gegen... Alter Schwede. Die fliegt auch noch gegen den Mond. Da kann ich nicht mal so reinkommen, weil so rum fliegt Johannas Kapsel. Das wird auch noch spaßig. So, wir fliegen aber jetzt erstmal unseren Moonlander. Der hier auch unterwegs sein dürfte. Genau, auf über der Oberfläche vom Moon. So, wir steigen aus. Wir machen einen EVA. Und stellen fest, dass wir hier über Moons Hochland sind. So, dann können wir hier noch die Daten einsammeln. Es könnte ja passieren, dass bei der Landung Daten schief gehen. Also Experimente kaputt gehen. So, Daten nehmen, Daten nehmen. Daten sammeln. Ja, wären wir Wissenschaftler, könnten wir das Ganze jetzt zurücksetzen. Wir sind aber kein Wissenschaftler. So, wir nehmen die Daten hier und verstauen alle Experimente und steigen wieder ein, um das SAS anzumachen und wieder retrograd zu gehen, dass er wieder gerade lenkt. Ist ein Drama, dass dann immer das SAS ausfällt, wenn man aussteigt. Und der Kerbel, ein bisschen unkoordiniert hier rumeiert. So, können wir hier auch einen Crew-Report machen oder macht das keinen Sinn? Doch, wir können aus der Nähe von Mun auch noch einen Crew-Report machen. So, dann steigen wir wieder aus. So, sammeln erstmal alle Daten, storen erstmal alle Daten und versuchen, einen EVA-Report zu machen über Mun Hochland Krater. Nehmen wir natürlich auch ganz gerne mit. Oh, schön. Wir haben irgendwas doppelt, was wir jetzt nicht mehr haben können. Also irgendwie, hallo Kamera. Wo sind wir denn gerade unterwegs? Hier unten, der Krater, den haben wir gerade mitgenommen. Dann kommen wir gleich zum Südpol, gehe ich von aus. Man sieht das irgendwie extrem schlecht. Also entweder bin ich zu nah dran. Meine mich zu erinnern, das letzte Mal, wo ich sowas hier gemacht habe. Habe ich das besser erkannt? So, da sind wir beim Moons Pol. Können wir auch wieder storen. Ja, die Kamera ist eh komisch, hallo? Ah, genau, eine freie Kamera. So ist gut, genau so brauchen wir das. So will ich das. So, dann sind wir nämlich hier beim Pol vom Mond. Und dann geht es hier hinten wieder hoch. Und da müssen wir dann mal gucken, was wir dann auf dem Rückweg da alles mitnehmen. Wir boarden erstmal
und bringen das alles mal wieder. Man bringt das alles mal wieder in Ordnung, so dass wir mal wieder sehen, wo es hier lang geht. Das hier dürfte rein theoretisch alles noch Pol sein. Schön testen kann man das, glaube ich, hiermit. Nein, können wir nicht. Wieso können wir das mit keinem Experiment testen? Wieso muss ich immer aussteigen? Polarflachland hört sich auch an, als hätten wir das noch nicht. So, hier dreht jetzt auch noch die Kamera. Wir boarden. Und so können wir jetzt den ganzen Mond abtingeln und können kräftig Seins sammeln. Wobei, wie hat einer gesagt, ich darf nicht Seins sagen. Sondern ich muss Seins sagen. ich weiß auch nicht. Ich dachte immer, ich spreche Seins richtig aus. Aber vermutlich habe ich dem Herrn zu viel genuschelt. Ja? Er war vermutlich noch nie in Amerika oder in England. Er hat die Sprache in Deutschland gelernt, vermutlich in einer Schulklasse. Weil das sind immer die Schlimmsten, wenn es um Sprache geht. Komischerweise hat sich noch nie ein Amerikaner oder ein Engländer bei mir beschwert, dass mein Englisch unverständlich wäre. Weil die sind meistens sehr froh, dass du ihre Sprache kannst. Die geben nie auf die Idee, sich zu beschweren. Warum auch? Die können ja gar keine andere Sprache als ihre. So, wir versuchen unser Glück weiter. Den haben wir aber schon. Ja, war mir klar, dass wir den schon haben. Also das Polflachland, das fand ich interessant. Das kannte ich noch nicht. Und ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, was wir gerade hier machen. So, wir dürften gleich über die Pole hinweg sein. Dann kommt hier nochmal ein Krater. Wenn wir Glück haben, erwischen wir den noch. Vielleicht ist da noch was für uns zu holen. Sieht zumindest interessant aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das nicht mehr erwischen. Können wir das irgendwie ein bisschen Zeit beschleunigen? So, das hier könnte es sein, oder? Wir versuchen unser Glück. Minmus bin. Moment. Moon Binnenland oder was das gerade war. Ah, haben wir auch schon. Okay. Warum komme ich auch auf die Idee zu denken, das hätten wir noch nicht? Das ist das, was am häufigsten hier vorkommt. Und hier haben wir den Krater, den wir ganz leicht verfehlt haben. Ich glaube, das bringt auch nichts, wenn ich da nochmal aussteige. Munds Binnenland. Das können wir resetten. Das brauchen wir nicht. Weil Munds Binnenland kennen wir schon. Leider. So, dann machen wir mal ein bisschen weiter hier. Wir suchen nach großen, markanten Flächen, über denen wir unsere Experimente bzw. unseren EVA-Bericht machen können. Aber bevor wir zum Nordpol kommen, versuchen wir unser Glück hier nochmal. Auch noch Binnenland. Ja, Binnenland ist halt die größte Fläche.
Da brauchen wir uns nicht lange aufregen. Und das hier könnte langsam schon wieder so in die Richtung gehen, polar. Ne, ist immer noch Mundsbinnenland. Wir fliegen aber auch echt an allem Interessanten gerade vorbei. Aber ich denke, wir kriegen das wieder. Das ist halb so wild. Irgendwann erwischen wir jede Stelle hier. Ist nur die Frage, wann. So, wir düsen und da ist ein Riesenloch. So, gucken wir mal, ob wir da was abgreifen können, was wir noch nicht haben. Munds Flachland. Haben wir, glaube ich, auch schon. Nee, hatten wir noch nicht. Interessant. So, und jetzt müssten wir eigentlich an Nordpol kommen. Ja, Flachland hatten wir ja schon. Kürbis auf einer Leiter stehen, kannst du keine Zeitbeschleunigung machen. Das ist aber auch ein Elend. Ah, Mann. Das ist doch ein Pol hier, oder sehe ich das falsch? Nein, noch nicht ganz. So, gucken wir mal, ob es hier noch irgendwas für uns zu holen gibt. Munds Binnenland. Haben wir leider schon. Wie so häufig. So, da ist der Polarkrater, glaube ich, heißt das Ding. Und hier wird es sehr gebirgig. Das müsste eigentlich jetzt die Polregion sein. Munds Hochland. Haben wir leider auch schon. Es ist ein Elend. Ja, da sind wir beim Pol. Das erkennen wir an der tollen Kameradrehung. Und dem Kompasschaos. Ja, und so heißt das jetzt hier, den ganzen Mann, Mun, wie auch immer, abzufliegen. In der Hoffnung, noch das ein oder andere Biom mitnehmen zu können.
Weil Wissenschaft heißt Wissenschaft, weil es Wissen schafft. Also wollen wir natürlich hier das Wissen über diesen Planeten oder diesen Trabanten so weit ausbauen, wie es nur irgendwie geht. Bin nur gerade am Überlegen, wo wir hier rumfliegen. Super, das hätte ein Biom sein können. Das habe ich jetzt natürlich nicht abgecheckt, weil als ich hier war, hatten wir irgendwie noch nichts Besonderes. Ich dachte eben schon, als ich das so gesehen habe. Wir wären irgendwie rausgeflogen aus der Umlaufbahn. Ja, immer noch Moonhochland. So, da wird's interessant. Wir kommen nämlich in einen Krater rein. In ein Kratergebiet. Jetzt sind wir drin. So, Ostkrater, den nehmen wir mit. Und ich glaube, dann kommt schon wieder irgendwann der Südpol. Das ist wieder wahrscheinlich alles Binnenland hier. Weil hier unten gibt es so eine komische Struktur. Da können wir wenigstens mal checken. Das ist Munds Hochland. Da ist ein Krater. Kriegen wir den noch? Ich befürchte nein. Das ist witzlos. So, übrigens, hier haben wir Kerbin. Also vom Mond aus gesehen ist Kerbin auch nicht so groß. Ja, obwohl das ein Riesenplanet ist gegen den Mond, ist vom Mond aus Kerbin auch relativ klein zu sehen. Aber er ist größer als der Mond wäre, glaube ich, so groß. Oder also praktisch, ja, halb so groß oder ein Drittel so groß wie das, was wir hier sehen. Und das ist einfach nur eine optische Täuschung, die wir jetzt haben, also der wir erliegen. Weil die nicht nebeneinander stehen und beide sind halt klein und das macht den Eindruck, als wären beide gleich groß oder als wäre Kerbin zu klein dem Mond gegenüber. Und das ist die gleiche optische Täuschung, die ja, die Mondlandungsskeptiker haben. Die eben skeptisch sind, ob Apollo 11 wirklich auf dem Mond war. Und die argumentieren dann damit, dass die Erde so klein aussieht auf dem Foto, was man sieht. Wobei ich da schon häufig gedacht habe, also ich glaube, dass die oben waren mittlerweile. Ich hatte da auch mal eine Zeit lang massive Zweifel dran. Mittlerweile glaube ich, dass sie dort gewesen sein könnten. Und alle Fälschungsindizien, die wir haben auf Fotos oder Filmen, die kommen einfach daher, dass man das Filmmaterial vom Mond nicht
retten konnte, und das wurde hier in einem Studio gedreht. Für den Fall, dass eben die Übertragung nicht klappt, und die hat wahrscheinlich auch nicht geklappt, weil das ist ja viel zu weit weg. Und mit der damaligen Technik bin ich mir da nicht so sicher, dass da eine Übertragung von Mond zur Erde reibungslos funktioniert, um eine Mondlandung zu dokumentieren. Mondsbinnenland. Das haben wir alles schon. Es gibt hier so schöne Biome und wir fliegen immer wieder über die gleichen. Ja, ich meine, man muss sich das vorstellen. Das war Kalter Krieg, Ost gegen West, und die USA sagen, wir landen auf dem Mond und wir übertragen das live im Fernsehen. Es ist sehr mutig. Da kann so viel schief gehen. Ja. Dass man vermutlich vorab für das, was alles schief gehen kann, schon mal ein paar Bilder und schon mal ein paar Filme und so aufgenommen hat und hat die auch vorsichtshalber schon mal an die Fernsehstation gegeben. So nach dem Motto, wenn was schief geht, dann könnt ihr die Bilder den Leuten zeigen. Weil man sieht es ja jetzt auch an der Diskussion um Schwarze Loch. Da gibt es jetzt schon wieder so viele Leute, die sagen, Schwarzes Loch, Daten, Animation, es gibt gar kein Foto. Das sind alles nur Daten, die dann Computer generiert, also ein Foto generiert wurde über einen Computer, der einfach nur die Daten ausgewählt hat. Im Prinzip kannst du wieder vorwerfen, dass das Photoshop-Arbeit ist. Mundsrückbecken, das ist auch interessant, das haben wir noch nicht. Aber dann sage ich mir auch wieder, wenn sie nichts haben zum Zeigen und sagen, hey, wir haben von einem schwarzen Loch die Daten gescannt über die ganzen Radioteleskope, dann sagen die Leute, nun, das schafft's nicht ins Fernsehen, das schafft's nicht in die Nachrichten. Warum? Weil man nichts zum Zeigen hat. Wir sind eine visuelle Gesellschaft, du musst Bilder zeigen, damit stattgefunden hat, ja? Den Krater hätte ich ja ganz gern, weil ich denke, dass das vielleicht was Eigenes sein könnte. Gucken, ob wir hier irgendwie was rausholen können. Haben wir schon. Und das ist einfach dieses, das Schlimme an unserer Raumfahrt ist, dass wir eben viele Daten haben, ohne dass es wirklich Bilder gibt. Und dann werden die Daten von Künstlern zu Bildern umformatiert und umgestaltet. Da sind auch ganz schöne Krater hier drin. Und das nehmen dann wieder Skeptiker zum Anlass zu sagen, guck da, alles Photoshop, alles nur vom Künstler gemacht. Wenn du ihnen kein Bild präsentierst, dann kommt eben der Umkehrschluss. Nämlich, dass es dann heißt, ja, guck, nur Daten, 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 Daten. Glaube keiner Statistik, du die nicht selbst gefälscht hast. Also, ich glaube, richtigen Skeptikern kannst du, wenn sie nicht bereit sind zuzuhören oder auch zu lernen oder sich Gedanken drüber zu machen, sondern einfach nur glauben, kannst du richtigen Skeptikern keine Gegenargumente liefern. Kannst alles widerlegen. So, ich zoome jetzt schon recht kräftig. Ja, weil das Problem ist ganz einfach. Wir haben alles schon hier. Es klingt brutal, aber wir haben schon alles hier. Wir sind hier, um Science zu machen, nicht um Sightseeing zu betreiben.
Deshalb zoome ich so, und jetzt kommen wir in einen großen Krater, und der ist wiederum interessant, weil es könnte sein, dass wir den noch nicht haben. Es kann aber auch sein, dass wir in dem schon hier drüben mal kurz drüber geflogen sind. Der Mond dreht sich halt sehr langsam. Ostkrater haben wir schon. War klar. Ach so, ich sollte ja mal zeigen. Ah, ich wollte es am Anfang vom Video machen, habe es dann vergessen. Ich sollte ja zeigen, wie man in den Einstellungen diese Einstellung hinbekommt. Hier unten, erweiterte Schubanzeige. Wenn man die aktiviert, dann hat man diesen Timer, wo man 50% einstellen kann. Und das timet sozusagen, wenn man Gas geben muss, dass man genau über den Höhepunkt hinweg burnt. Also bei besonders langen Burns ist das halt, oder Ausbrennen von Triebwagen ist das halt sehr interessant, dass du halt erst in die eine Richtung schiebst, dann wirklich durchs Zentrum gehst und dann wieder zurückschiebst und somit genau auf Kurs liegst und nicht so hin und her eierst. So, kommen wir hier noch über den Krater? Ne, der ist da drüben. Kommen wir wieder nicht drüber. So, nochmal Retro ausrichten. Wenn wir wieder Gas geben und dann dreht er sich auch schon rum. Ja, das würde mich noch interessieren, aber haben wir, glaube ich, auch schon. Wir halten Ausschau nach interessanten Kratern für Forschung. Da waren wir aber, glaube ich, schon. Ich glaube, wir sind schon wieder am Pol angekommen. Wir hauen hier mittlerweile recht schnell drüber. So, aber hier könnten wir eventuell etwas erwischen, was wir noch nicht hatten. Hatten wir schon. Es ist irgendwie ätzend. Je mehr du schon hast, umso langweiliger wird es, über den Mond zu fliegen. Und ja, EVA-Reports zu machen. So, da geht wieder Kerbin auf. Mit der großen Wüste, die kennen wir. Da sind wir auch schon mal gelandet, glaube ich. Ist beeindruckend, wie man das von hier erkennen kann. Obwohl wir so weit weg sind. Boah, Leute, das kostet Nerven.
Mundspinland haben wir schon. Das ist ja das Problem. Das Problem ist ganz einfach, wir haben alles schon. Nur das, was wir noch nicht haben, das dauert, bis wir da rankommen. Und dafür brauchen wir viele Umrundungen von diesem Mond. Wobei eigentlich, es ist, wir sagen, das Verrückte bei uns ist ja, dass wir Sonne sagen zu unserem Stern. Und deshalb alles Sonnen nennen, was Sterne sind. Und das Gleiche ist auch, dass wir einen Mond haben. Ich glaube, das ist wieder der Krater, den wir schon hatten, oder? Und deshalb alle Monde, oder eigentlich muss man ja Trabanten sagen, dass wir alle Trabanten im Universum praktisch Mond nennen, wie unseren Mond. Also die menschliche Sprache, die ist schon crazy. Ja, den Ostkrater haben wir schon. Aber ihr seht, wir kommen immer weiter rüber. Da sind wir das erste Mal drüber geflogen. Da ist das zweite Mal. Jetzt sind wir das dritte Mal. Und so nähern wir uns da drüben den Kratern. Und so scannen wir oder so fliegen wir über den ganzen Planeten überall mal drüber und können überall einen EVA-Report machen, was Mods Science zusammenbringt. So, Auftragsparameter erfüllt haben wir hier oben auch schon wieder welche. Wüsste nur nicht was. Eventuell sind wir so nah irgendwo vorbeigekommen, dass er schon das als Annäherung oder so gesehen hat. Ich weiß ja auch nicht. So, da kommen wir auch noch hin. Das war wieder der Pol. Und ganz im Ernst, Leute, ich trage mich mit dem Gedanken, heute mal eine kürzere Folge zu machen. Weil mich dieses Überfliegen hier doch leicht ermüdet. Den hatten wir noch nicht. Das war euch die Bremse reingeschmissen. Munds Binnenkrater, den haben wir gerade mal gestreift. Ich weiß nicht, ob das hier auch ein Biom ist. Es wird wiederum Munds Flachland. So, und das haben wir, glaube ich, schon. Ja, haben wir schon. Es gibt auch hierfür Add-ons, die das helfen, die dann blinken oder dir melden, dass du hier ein EVA machen kannst oder sowas. Weltraumnähe Mun. Nee, brauchen wir nicht machen. Haben wir schon. So, da kommt ein Krater. Den wir aber, glaube ich, immer noch leicht verfehlen. Ah, nee, das ist schon wieder das Mannsrückbecken. So, wir justieren uns nochmal. Also es geht wieder zu auf den einen Pol und ich glaube, wir haben jetzt ein paar Überrundungen geflogen. Wir haben auch schon einiges an Daten gesammelt und wir haben eine halbe Stunde voll und deshalb würde ich an dieser Stelle erstmal sagen, wir sind hier mal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos und ja, die Mond-Datensammel-Aktivitäten
Aktion 2 geht dann morgen weiter. Also wir werden den ganzen Mond sozusagen überfliegen und dabei so eine Art Kartografie vornehmen mit EVAs über den verschiedenen Biomen. Nennen wir es einfach mal so. Nur, dass wir das schon mal hinter uns haben. Und mit der Science können wir dann auch bessere Schiffe bauen, die wir dann auch auf dem Mond besser landen können eventuell. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze angehen. Aber ich bin hier erstmal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.